Damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Fortuna Düsseldorf Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren, vergisst die Karriere mit Milan nicht anzuschauen und die Karriere mit West Ham United. Vor dem Spiel gegen Hansa Rostock werde ich noch kurz in den Einstellungen was anpassen, ne? Nämlich einmal den Ball hier. Wo haben wir den denn hier? Genau, den Standardball. Und natürlich die klassische Ausrichtung und beim Kommentator ist es auch schon ausgestellt, genau, passt. Und dann würde ich sagen, haben wir ein Transferangebot für Gorka von Sarpsborg und das werde ich direkt mal annehmen. Und ein Angebot von Levante für Hendrix, das ich ablehnen werde, ganz klar, er wird nicht gehen. Das ist safe, den dürfen wir auch nicht abgeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein gegen Hansa Rostock, wir haben 6 Punkte. Rostock hat 3 Punkte. Wir werden natürlich wieder ein bisschen rotieren. Ganz klar im Tor wieder Wolf. Dann links beginnt Zinngrafen in Innenverteidigung. Lasse ich die Fies mal starten. Und Hoffmann. Rechts beginnt Kabownik. Beziehungsweise Zimmermann. Dann lasse ich Geis meine Möglichkeit zusammen mit Tanaka und Hendricks auf der 6. Wir werden erstmal ein bisschen offensiver oder defensiver starten. Klaus und dann Pomar hier. Und vorne beginnt Glatzel. Genau. Das ist die Startaufstellung für die Partie hier gegen Hansa Rostock. Gehen wir rein. Let's go. Rein geht es in dieses Spiel gegen Hansa Rostock. Wir wollen es natürlich gewinnen am 3. Spieltag. Das ist klar. Aber natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass es kein einfaches Spiel wird hier auswärts bei Rostock. Sehr schönes Stadion. Und wir, die Fortuna, sind hier zu Gast. Mal gucken, wie wir in das Spiel finden. Ob wir unsere Chancen natürlich nutzen hier. Das werden wir natürlich sehen. Morgen kommt dann wieder Milan und übermorgen West Ham. Dann wieder Düsseldorf und Milan. Immer im Abwechsel. Und jetzt hier die Aufstellung von Rostock. Es gibt da keinen Bekannten, bis auf, schauen wir mal noch auf der Bank, Hinterseher. Aber sonst kenne ich hier keinen bei den Hanseaten. Wir gucken gleich auf unsere Aufstellung mit 2 Siegen im Rücken gegen den Club aus Nürnberg. Und gegen den SV Darmstadt haben wir gewonnen. Genau, ohne Pokal eben gegen Holstein Kiel. Jetzt ist wieder Liga-Alltag angesagt. Und wir wollen hier gewinnen gegen Hansa Rostock. Volle Konzentration, voller Fokus. Let's go. Starker Ballgewinn hier erstmal und der Ball läuft erstmal hier zum Gegner. Und Verhoek kommt hier, sieht Lee und Wolf natürlich zur Stelle hier. Pomar. Geis feiert heute sein Debüt, wir müssen es erstmal ruhig aufbauen. Nicht direkt überhastet spielen, Fehler machen und dann den Ball unnötig verlieren. So, stark auf Zinngrafen. Damit haben wir natürlich Anspielstationen am Pomar.
Geis. Erster Schuss für Johannes Geis, dem Neuzugang aus Nürnberg. Starker Zweikampf. Und schön lassen wir den Ball hin und her schieben. Breyer, jetzt ist mal Rostock wieder im Ballbesitz und auf dem Weg hier vor das Tor unserer Fortuna. 20 Minuten rum. Die einzige Chance hatte bis dato Johannes Geis. Der Ball ist knapp neben den Kasten geflogen. Jetzt ist hier Klaus. Guter Ball hier. Aber leider nicht gut genug. Der Ball ist aber bei Geis. Starker Ball auf Tanaka. Der liegt nochmal ab auf Ampoma. Der zurück auf Singgrafen. Singgrafen und Keuke hat den Ball sicher. Das war die zweite Aktion. Und so langsam aber sicher wollen wir hier die Führung. Wir dürfen nicht nur mit Distanzschüssen den Torwart prüfen, ne? Wir müssen auch mal aus dem Spiel heraus versuchen, ein Tor zu erzielen. Ampoma. Ah, der mit einem Fehlpass. Und Abseitsposition korrekt gepfiffen vom Schiedsrichter. 33 Minuten sind hier bereits gespielt in Rostock. Und es gibt Einwurf für die Fortuna, die es bis dato richtig stark machen. Guter Ball hier. Stark vorbeigezogen. Jetzt da Ampoma am Ball. Aber der Ball läuft richtig stark hier. Fehler. 38 Minuten. Rostock findet hier noch nicht so richtig in die Partie. Weil die Defensive von Düsseldorf extrem stabil ist. Das hat man auch in den ersten beiden Spielen gemerkt. Gegen Nürnberg und Darmstadt, sie haben wenig zugelassen. Und selber sich Chancen erarbeitet. Das war kein Foul, alles korrekt. Jetzt ist Halbzeit. Hier in Rostock 0:0. Der Spielstand bis dato eine sehr gute Partie, wie ich finde. Klar fehlt noch der letzte Moment, der letzte satte Schuss. Aber wer weiß, vielleicht jetzt im zweiten Durchgang schaffen wir hier die Führung. So, Düsseldorf kommt direkt wieder, aber verlieren den Ball. Hier in der ersten Aktion der zweiten Halbzeit. Dressel, Fröhling. Und da ist es fast passiert. Erster Schuss für Rostock. In der 50. Minute am Außenpfosten vorbei. Zimmermann. Hoffmann. Oh, das, wenn das kein Foul war. Glück für die Rostocker, dass der Schiedsrichter nicht auf Foul entscheidet. Das war mal stark gespielt. Und da ist doch das lang ersehnte Tor von Glatzel. 1:0 für die Fortuna. War es das erste Saisontor für Glatzel hier in der Liga? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir uns das Tor nochmal an. Robert Glatzel mit dem 1:0 gegen Rostock. Ausgerechnet gegen den Rivalen von seinem Ex-Club Hamburger SV. Stark. Das müsste das erste Tor sein, ja. In der zweiten Partie hervorragend. 1:0. Tor für Düsseldorf.
Starker Beginn hier und wir machen direkt weiter. Glatzel. Das wäre es gewesen. Mit dem nächsten Angriff. Klaus. Oh, das war nicht so stark. Verhock. Stark hier von Hoffmann. Am Pummer. Tanaka. Kein Foulspiel. Das ist auch kein Handspiel gewesen hier. Düsseldorf macht Rostock das Leben hier gewaltig schwer. Wir werden jetzt wechseln. Bringen einen Appelkampf für Hendricks. Ioa für Ampoma. Gavori für Singgrafen. Und Oberdorf für Hoffmann. Genau. Vierfachwechsel. Müssen ein bisschen schonen. Nächstes Spiel ist gegen Bielefeld. Dann in der nächsten Folge. Oh je. Wieder starke Parade von Wolf. Er hat als schlechterer Torwart ganz klar die Stammposition. Aus diesem Grund. Und wieso geht da der Verteidiger nicht hin? Das ist das erste Gegentor für die Fortuna. Und die Torhymne ertönt. Bitter. Weil wir da in der Defensive einfach schlampig stehen, schlafen. Und das war das erste Mal in dieser Saison, wo wir nicht gut standen. Frühling ist der Torschütze. Dürfen jetzt natürlich nicht überheblich werden. Mein Gott, das ist halt so passiert. Egal, Jungs. Konzentriert spielen. Und dann passiert dieser Fehler. Mal schauen, wie wir jetzt damit auskommen. Das ist eine komplett neue Situation für uns. Unentschieden steht es. Und die gelbe Karte hier nach diesem Foul. Und der Torschütze verlässt das Feld. Der kommt zu zentral. Wobei. Doch, der geht. Neben den Kasten. Abstoß. Vom Kasten Kolkes. Und wir gehen zu leichtsinnig mit unseren Fehlern um. Oder mit unseren Ballbesitz. Kann man sagen. Das war für mich kein Foul, lieber Schiedsrichter. Das war ganz normal beigespielt, fand ich. Aber egal, müssen wir so hinnehmen. 1-1 gegen Rostock ist schon extrem bitter. Gute Idee von Appelkamp hier. Und Dompe kommt hier nicht, oder beziehungsweise Ewa kommt hier nicht hin. Am Ende wird es tatsächlich nur ein Unentschieden gegen Hansa Rostock. Bitter, bitter, weil wir doch eigentlich die bessere Mannschaft waren. Vielleicht jetzt durch einen Konter erzielen wir noch das 2-1. Dompe kommt nochmal rein auf der Rechtsverteidigerposition. Vielleicht mit einem Angriff gewinnen wir noch diese Partie. Nein. Das war's. Rostock im Ballbesitz. Und der Ball geht nicht mehr schnell nach vorne. Schluss. Wir holen einen Punkt bei Rostock. Das ist bitter, weil wir doch die bessere Mannschaft waren. Wenn wir mal auf die Wertung gucken, wir waren die schlechtere Mannschaft. Also können wir, sind wir eigentlich gut bedient mit diesem Punkt hier bei Rostock. Dann sind wir doch gut bedient hier mit diesem Punkt bei Rostock. Ich bin zufrieden, doch jetzt, ich bin doch zufrieden. Sind auf Platz 3, haben 7 Punkte,
Für das Tabellenführer, unser nächster Gegner ist Arminia Bielefeld. Die stehen auch auf 7 Punkte. Es gibt einen Scout-Abschlussbericht zu Bernhard Menzer, da hat eine 71. Den werden wir auf jeden Fall mal kontaktieren hier, bevor wir die Folge hier dann auch wieder beenden werden. Kurz ein Blick natürlich in die Transferzentrale. So viel Zeit muss sein. Wobei ich überlege, doch da einen Königsdörfer zu holen. Für die rechte Flügelseite. Er kann uns nochmal helfen. Verpflichten wir Königsdörfer und dann Mensa. Für 2,5. Ich hoffe, das nehmen sie an. Plus André Hoffmann. Gegenangebot, Tauschspiel entfernen. 2,5 Millionen. Das ist doch okay. Ja, 21% Weiterverkaufsgebühr. Das nehmen wir natürlich gerne an. Und wenn wir Königsdörfer holen, dann ist er auf jeden Fall perfekt. Rotationsspieler, natürlich. Über 4 Jahre. Eine Freigabesumme möchte er. Diese werde ich auch akzeptieren, da wir am Ende von FIFA 23 sind und er kriegt noch ein Gehalt von 6,5. Nehmen wir auch gerne an. Und damit ist Königsdörfer unser vorerst letzter Neuzugang von Hamburg. Für 2,5 Millionen wechselt er hier hin. Wir brauchen bessere rechte Mittelfeldspieler. Das ist ein hervorragender Deal. Und perfekt. Somit auch unser sechster Neuzugang. Sehr schön. Und jetzt wartet Arminia Bielefeld. Wir sind natürlich Vierter. Mit einem Sieg können wir Tabellenführer werden. Tatsächlich. Wenn wir mal auf die nächsten Spiele gucken, ne? Gegen wen wir als nächstes spielen? Wir spielen gegen Bielefeld, dann kommt St. Pauli, dann Braunschweig, Lautern und Paderborn. Also das ist machbar. Sorry. An dieser Stelle, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge mit Düsseldorf und dann übermorgen zur Milan-Karriere. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.